Firma Omikron hat man lange getüftelt, wie man die eigenen Mitarbeitenden motivieren kann, möglichst umweltfreundlich zur Arbeit zu kommen. Und was uns dann eingefallen ist, ist einfach ein Anreizsystem zu schaffen, die Eco-Miles, die berücksichtigen, wie weit jemand zur Arbeit hat. Das ist ja ein gewisser Aufwand, den er dadurch hat. Und der zweite Aspekt, dass er, ob er der Firma hilft, Parkplätze zu sparen, denn Parkplätze sind letztendlich immer auch ein Kostenfaktor. Und was rausgekommen ist, ist ein System, das beides kombiniert. Das heißt, der Teilnehmer des Eco-Mile-Systems, die Teilnahme ist ja freiwillig, erfasst täglich, wie er zur Arbeit gekommen ist, mit welchem Verkehrsmittel und auch die Distanz, die er dabei zurücklegt. Die wird ja meistens konstant sein, aber trotzdem. Und bekommt proportional eben für jeden Tag, den er auf diese Art und Weise zur Arbeit kommt, Eco-Miles gut geschrieben und kann die dann, wenn er genügend gesammelt hat, gegen Gutscheine eintauschen. Also vor allem natürlich im sportlichen, gesundheitlichen Bereich sind diese Gutscheine angesiedelt. Verkehrsverbund, Sportdress, also einfach was ein bisschen auch zum Thema dazu passt. Eine Schlüsselfunktion nimmt dabei der Parkplatz ein, der frei bleibt. Für das Nichtbenutzen des Parkplatzes gibt es einen separaten Bonus extra. Der hat einen ganz wichtigen Effekt, nämlich dass damit die sehr nahe wohnen, nicht benachteiligt sind. Die machen dann wenig Kilometer, würden also wenig Bonusmeilen sammeln, aber sie halten trotzdem den Parkplatz frei. Deswegen gibt es dann noch einen pauschalen Anteil, das entspricht 20 Kilometern, nur dafür, dass man an diesem Tag den Parkplatz nicht benutzt hat. Von rund 450 Mitarbeitern haben sich 350 im Eco-Miles-System angemeldet. 250 davon sind ständig aktiv, mit einem positiven Nebeneffekt. Das Thema Mobilität oder umweltfreundliche Mobilität ist dadurch einfach permanent auch im Unternehmen vorhanden, weil die Teilnehmer darüber reden, was sie mit den Eco-Miles machen und dergleichen. Also es ist eine sehr gute Methode auch, um das Thema am Leben zu erhalten.